Ja, Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Format, meinem Japan-Vlog, bei dem ich euch ein bisschen an die Orte mitnehmen will, die ich hier in Japan besuche. Ihr kennt mich ja schon von Ein Ticket zur Milchstraße Podcast oder vielleicht zumindest einige von euch, indem ich euch ja im Audioformat von meiner Reise hier in Japan berichtet habe. Und ich dachte mir, wir können das Ganze mal auf ein neues Level bringen und ich mache einfach einen Vlog darüber, was ich hier so treibe. Wie frequentiv ich das mache, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich sag mal so einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen werde ich euch auf jeden Fall was hochladen. Und ich bin hier gerade in Kyoto in so einer kleinen Seitenstraße und dachte mir, ich nehme das jetzt einfach mal spontan hier auf. Können wir gleich direkt hier starten. Und ich habe heute auch schon die erste Mission. Und zwar habe ich mein Fahrrad gestern an dem Restaurant von meinen Freunden stehen lassen. Und das gehen wir heute mal gemeinsam abholen. Wetter ist nämlich gar nicht so schlecht und da nehme ich euch gleich mal mit. Hier durch so ein bisschen die Straßen, wo ich immer langlaufe und zu meinem Lieblingstempel, an dem ich ganz gerne immer mal ein bisschen rumgammel, wenn das Wetter das zulässt. Und ja, machen wir einfach mal gemeinsam und gehen wir mal einfach los.
Ja, herzlich willkommen hier an meinem Lieblingstempelchen, sage ich mal. Der liegt nämlich immer genau auf dem Weg, wenn ich zu meinen Freunden ins Restaurant gehe, wo wir heute mein Fahrrad gemeinsam abholen. Und ja, wir haben hier so einen richtig schönen Momiji-Baum, der noch tatsächlich Blätter hat. Also wir haben es ja jetzt schon fast Weihnachten und der Baum hat tatsächlich immer noch Blätter. Und der steht hier so perfekt immer rum, genau neben diesem Eingangstor von dem Schrein. Und ihr habt es gesehen, heute ist echt viel los hier. Also heute passiert hier irgendwas, die bauen irgendwas auf. Ich bin jetzt selber ein bisschen erstaunt. Also ich hatte erwartet, dass hier niemand ist, weil in der Regel ist hier auch niemand. Hat jetzt nicht erwartet, dass hier so viel Trubel ist. Die Männer sind da fleißig am Aufbauen mit einem Haufen LKWs und Autos. Und das sieht so ein bisschen nach so einer Weihnachtsprozession aus. Da bin ich mal gespannt. Da werde ich mal morgen oder so oder übermorgen nochmal herkommen und gucken, ja, was das hier so wird, was das hier für ein Festival sein soll. Hatte jetzt auch gar nichts gelesen irgendwie, keine Ankündigung. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Also ich hoffe, dass das Mikro von dem iPhone ausreichen wird, um diesen Vlog zu machen. Und ja, ich entschuldige mich so ein bisschen dafür, dass es vielleicht jetzt alles so ein bisschen ruckelig ist. Ich mache das ja mit der Hand. Also ich habe jetzt hier kein Profi-Equipment. Ich habe hier nicht irgendwie so einen Stabilisator. Wenn ich also die Zeitraffer mache und sowas, dann wird das alles am Anfang wahrscheinlich so ein bisschen ruckelig sein. Aber ich glaube, dass das ausreicht, um euch so ein bisschen zu zeigen, was ich mache. Und ich versuche das bestmöglich natürlich ja, hinzuzaubern, dass es dann nachher auch ein gutes Ergebnis gibt. Ja, und jetzt werden wir mal mein Fahrrad von dem Restaurant abholen, weil das Restaurant ist nur noch so 5 Minuten Fußweg von hier. Uah, LKW. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit. So, Freunde, wir sind jetzt hier bei meinem Bike und ihr seht schon, für alle, die sich gefragt haben, in welchem Jahrhundert nimmt der Typ dieses Video auf? Nein, ich lebe natürlich im gleichen Jahr wie ihr und ich habe natürlich eine Maske bei und jetzt, wo ich hier so ein bisschen unter Leuten bin, habe ich die Maske natürlich auch auf. Wo ich jetzt vorher war, da waren jetzt nicht so viele Leute und deswegen konnte ich die Maske so ein bisschen ablassen, weil ich mich da in so eine leise Ecke verpflanzt habe. Jetzt bin ich natürlich hier unter Leuten, jetzt habe ich die Maske natürlich auf und hier ist mein Bike und ich stehe jetzt auch vor dem Laden von meinen Freunden.
Das ist das Reicher Spice Restaurant. Das ist ein Curry Shop. Ah, ihr hört schon, hier ist ein bisschen lauter jetzt. Das ist ein Curry Shop. Also meine Freunde betreiben hier einen Laden, in dem sie ja, Curry kochen und so ein bisschen Naanbrot. Also das ist nepalesische Küche. Und das ist ein super geiles Restaurant und das sind super gute Freunde von mir geworden hier auf dem Trip. Dazu wird es auch natürlich ein bisschen Videomaterial geben. Ich stehe jetzt vor dem Laden, heute ist Montag, heute hat der Laden zu. Aber ich dachte mir, wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir eigentlich die Straße hochlaufen und mal zum Kamogawa. Das ist der große Fluss, der durch Kyoto fließt. Und das würde ich jetzt einfach noch mit dran hängen und einfach euch mal damit hinnehmen und damit euch gemeinsam mal heute zu dem Fluss gehen. Weil das Wetter, anders als versprochen, noch stabil ist, also es regnet nicht, so wie angesagt, würde ich sagen, wir gehen einfach mal gemeinsam los und gehen mal zum Kamogawa. Thank you.
Ja, Freunde, ihr seht's. Ich bin jetzt am Kamogawa hier in Kyoto. Und ihr habt jetzt ein bisschen den Weg gesehen, wie ich hierher gegangen bin. Ja, es ist einfach krass schön. Also, obwohl es jetzt Winter ist, ich drehe mal hier so ein bisschen, seht ihr ja, wie schön das hier einfach ist. Und ich komme mal wieder ein bisschen näher, dass man mich auch versteht. Ja, der Kamogawa ist ein Fluss, der komplett durch Kyoto fließt und der für die Leute hier schon ja, seit Ewigkeiten eine wichtige Rolle spielt. Also früher diente der teilweise sogar als Energiequelle. Die Leute haben da drin natürlich gewaschen und daraus ihre Nahrung bezogen. Und heute ist es mehr im Grunde ja, Touristenattraktion und Chillspot für jeden. Und der zieht sich wirklich komplett durch Kyoto. Also der beginnt da ganz hinten in den Bergen, Kilometer weit weg, und zieht sich einmal komplett durch Kyoto und hat eine, von Natur aus ist der ziemlich gerade. Also der ist nicht so gemacht, der ist von Natur aus so gerade. Und das ist ziemlich spektakulär im Grunde, weil man denken könnte, der ist so geformt. Aber der ist wirklich von Natur aus so gerade. Und es ist immer wieder schön. Also ich komme jetzt ja schon seit 9 Jahren nach Kyoto. Und es ist immer wieder schön hier, es ist unglaublich. Und ich meine, ihr seht es ja selbst jetzt. Es ist einfach geil. Und dementsprechend werde ich mich jetzt hier noch ein bisschen hinsetzen, werde meine Banane essen und mache davon vielleicht eine kleine Timelapse. So, dann können wir gemeinsam hier noch eine Banane essen. Und wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das Coole ist hier, wenn man hier sitzt, hier gibt es einen Haufen Adler. Also da oben die ganzen Vögel, das sind alles Adler oder Falken. Und wenn man hier manchmal sitzt und hier irgendwas Leckeres isst, dann kann es passieren, dass diese Adler einem das Essen klauen. Also ich habe das oft genug selber gesehen, dass wenn die Leute hier sitzen und irgendwas essen, dass dann diese Adler wirklich im Sturzflug runterkommen und den Leuten einfach das Essen aus der Hand klauen. Also das ist auch nicht ohne, also das sind echt große Tiere. Oh, wo sind sie? Also die kreisen dann immer hier rum. Oh, da ist einer, da ist er schon. Wo ist er? Der ist jetzt hinter uns irgendwo. Da ist er. Ja, also die kreisen dann hier wirklich rum. Stürzen sich auf die Leute und greifen denen einfach das Essen aus der Hand. Habe ich das öfteren jetzt schon gesehen. Das ist wirklich beeindruckend, aber auch ein bisschen beängstigend. Und ja, es ist einfach ein geiler Ort zum Abhängen, ihr seht's. Da kann man echt nicht meckern. Und das ist einfach das Geile an Kyoto. Du kannst dich einfach hier hinsetzen. Du kannst es einfach genießen und das Wetter ist gut. Das Wetter ist meistens klar. Es gibt hier nicht so viel Regen. Und ja, also es ist echt genießbar. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, genau. Für die Leute, die sich jetzt wundern, warum trägt er jetzt keine Maske, ist doch Corona, und da gleich wieder vielleicht eine Hetzerei starten. Ich meine, ihr seht selber, die nächsten Leute sind ungefähr 20 Meter von mir weg. Und die Leute, die hier langlaufen, das sind gute 5 Meter. Also ich bin hier komplett alleine im Grunde. Und da erachte ich das persönlich einfach nicht als sinnvoll, meine Maske aufzusetzen.
sobald Leute sich mir nähern oder 2 Meter neben mir sitzen oder irgendwas, trage ich immer eine Maske. Ich habe die immer hier in der Jackentasche, ganz normal. Ich lebe im gleichen Jahrhundert wie ihr. Es ist das Gleiche wie bei euch. Also, nur mal gleich, um dieses Thema mit abzudecken. Ja, und ansonsten, was soll man sagen? Es ist einfach geil. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich werde das zu Hause mal ein bisschen zusammenschnippeln alles und gucken, wie es aussieht. Auch vom Ton her weiß ich nicht, was da jetzt ankommt, wenn ich hier so quatsche. Ja, da werden wir schon beobachtet im Hintergrund. Ja, haben wir schon den ersten Fan hier. Mal gucken. Nee. Und ja, ich schneide das hier alles ein bisschen für euch zusammen und gucke mal, wie es aussieht. Wie gesagt, ich habe kein Profi-Equipment, einfach Handy und ich nehme es einfach auf für euch. Es soll ja auch eine relativ einfache Sache bleiben, weil ich ja den Podcast nebenbei noch mache und dachte, es ist einfach auch mal geil für euch, wenn ich hier so einen Vlog mache. Obwohl ich damit noch nicht ganz komfortabel bin, gebe ich zu, so mit Kamera und so, das ist noch nicht so meins. Aber das ist ja auch eine Gewöhnungssache und ja, da will ich euch mal so ein bisschen in der Zukunft jetzt hier noch mitnehmen. Es ist jetzt zwar Winter, aber es gibt natürlich so das ein oder andere, was man immer machen kann, wo ich euch mit hinnehmen kann und ja, hoffe, wir haben da gemeinsam ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefällt, Leute, vergesst nicht, wie YouTube funktioniert. Abonnieren, Daumen hoch, Kommentar schreiben, was auch immer. Wenn ihr mich supporten wollt, die ganze Kiste, macht das einfach. Das ist halt irgendwie wichtig, damit dieser Channel wächst. Ne? Und da kommt man leider nicht drum rum. Ich komme da auch nicht so richtig drum rum, euch das zu sagen, obwohl das immer nicht so meins ist. Aber ja, da freue ich mich natürlich auch drüber, wenn ihr das macht. Und vor allem, wenn ihr mir was schreibt, weil desto mehr ihr kommentiert, desto mehr kann ich natürlich auch verbessern oder auch wissen, was ihr sehen wollt oder was ihr nicht sehen wollt. Ich habe jetzt einige Leute im Freundeskreis gehabt, die haben mir gesagt, also das neue Podcast-Format, das gefällt uns zum Beispiel besser. Und da kann ich dann auch drauf eingehen, dann kann ich dann auch was ändern. Wenn ihr nichts sagt, dann weiß ich auch nicht, was gut ist und was nicht gut ist. So, wenn ihr jetzt sagt, ja, das mit dem Vlog, das ist ganz cool, das sieht ganz in Ordnung aus, macht das mal weiter, dann kann ich das auch weitermachen. Das wird sich natürlich auch immer verändern, immer ein bisschen besser werden. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, macht's gut.